Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu unserem Let's Play zu Phoenix Point. Ich bin 7x, schön, dass ihr da seid und wir stellen uns weiter im Terror, der Tiefe, im Schrecken from the Void, wenn wir jetzt das Denglisch beiseite legen, Terror from the Void. Beim letzten Mal haben wir hier eine Mission erfüllt und uns wurde ordentlich eingeschenkt. Wir sehen es hier, zwei unserer Soldaten haben Körperteile verloren und haben deswegen ihre Stamina auf Null gesetzt bekommen. Für uns heißt das, die wollen wir hier erstmal abladen. In unserer Heimatbasis. Dass die hier regenerieren können. Damit haben wir nur noch drei. Ein bisschen wenig, aber die neuen Rekruten kommen erst in drei Tagen. Und wenn wir hier schauen, den zu rekrutieren, ist ein bisschen zu teuer. Da fehlt alles. Insofern keine Chance. Wir werden die Zeit erstmal nutzen und nach Norden fliegen und nach Atche und Yus große Energiepläne fortsetzen. Mal gucken, was da erwartet. Research complete. Synadrion. Synadrion ist eine Verschmelzung verschiedener politischer Bewegungen mit Wurzeln in der Sozialökologie, dem Anarchosyndikalismus und ähnlichen Glaubenssystemen. Als ausgesprochener Gegner von Hierarchien ist Synadrion egalitär und radikal demokratisch, bei Entscheidungen der Versammlung herbeigeführt werden. Dennoch existieren zwei prominente Strömungen, die sich herauskristallisiert haben. Die polyphonische Tendenz, die glaubt, dass der Ursprung der Dysfunktion der Menschheitswelt in Hierarchien der Dominanz liegt, und die Terraformer, für die die Menschheit zuerst kommt und die dem Konzept einer Anführerschaft weniger entgegenstehen. Das aktuelle Ziel Synadrions ist es, einen Weg der Koexistenz im neuen Ökosystem zu finden. Doch dieses Ziel wird von innen heraus in Frage gestellt. Ich weiß, jetzt kommt auch noch ein Video. Gehen wir rein. Synadrion was built on a dream. A world without hierarchies, without leaders, where human beings could embrace the potential of technology without its destructive side effects. The radicals of the old world had been proven right. The status quo could not sustain itself. But what now? What was the next step? Some argued for coexistence with the Pandoran ecosystem, hoping for a peaceful solution. Others advocated putting humanity before nature, and claiming the planet for themselves. Trusting in the safety of their havens, the people of Synadrion argued about the best way forward, but the Pandora virus had little interest in their arguments, and its power was still growing. Oh, Pandora haben wir erforscht, ein Synadrion haben wir erforscht. Das heißt, neue Forschung. Und was haben wir hier? Wir können Rückentwicklung von Gewehren. Das möchte ich nicht. Tatsächlich, wir können hier die Phoenix-Archive erforschen oder Zuflucht-Handelsprotokolle. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Handelsprotokolle. Reverse Engineering sehe ich noch nicht. Phoenixpedia hat natürlich weitere Infos für uns. Der Bazaar, wie er funktioniert, und der Delirium-Virus. Ja, mit Korruption, das kommen wir noch dazu. Forschung. Haben wir die beiden Punkte erledigt. Waffen, Deimos Lasersturmgewehr, Synadrion und die Pythagoras Waffe haben wir gefunden, aber noch nicht ab. Wie auch immer. Wir wollen jetzt hier weitermachen. Yus große Energie. Atche. Yus und der Rest des Archerats sind begeistert, dass ihre Forschungsarbeiten wieder da sind. Was ich allerdings nicht begreifen kann, ist, warum jemand unsere Arbeit stehlen sollte. Ich meine, sie zu kopieren ist eine Sache. Aber warum sollte man uns daran hindern wollen, sie fortzusetzen? Sagt Yus deutlich zerknirscht. Das ist genau die Art neoliberaler Logik, die das alte System hat zusammenbrechen lassen. Über allem steht ein Wettbewerbsgedanke. Sogar über der Zukunft der Menschheit. Das ist? Ich weiß auch nicht. Ich verstehe es nur einfach. Aber egal, was passiert, ich glaube an das, was wir hier tun.
fuhr er fort. Hatsche mag im Moment eine Fußnote der Geschichte sein, vor allem im Vergleich zu den großen Spielen. Aber vielleicht werden diese Technologien eines Tages die Welt verändern. Nicht jeder. Nicht nächstes Jahr. Aber eines Tages werden unsere Taten Früchte tragen und unser kleiner Begleiter zum Wissen der Macht einen großen Unterschied machen. Okay. Am Ende war die Konzentration weg. Tut mir leid. Anstrengend. Weg, Material und Nahrung. Damit können wir uns dann vielleicht doch einen Soldaten leisten. Gar nicht so verkehrt. Einmal kurz hier gucken. Tatsächlich. Wir können uns so viel ins Gewissen füllen. Das ist, glaube ich, der nächste Schritt. Dann können wir die anderen hier regenerieren. Und sind auch direkt besser aufgestellt. So viel Inquis. Rekrutieren. Hier haben wir jetzt eine weitere Scharfschützin. Und auch sie ist im Schicken. Ja, und wir werden auch sie auf blau umsetzen. Ich werde sie allerdings blau-grün machen. Erstmal anpassen wir. Erstmal blau für Sniper und blau-grün für Synadrion. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Dass wir das dann bei den anderen für Phoenix blau nehmen. Weil sowas hat sie. Sie hat ein Pythagoras Laserscharfschütz der von Synadrion. Das ist. Sie hat Bedarf an einem Gegenstand. Und eine Pistole wäre auch nicht schlecht. Munition haben wir dafür. Haben wir noch ein Magazin? Glaub nicht, das ist echt. Ah doch, wir haben hier noch Pythagoras-Magazin. 2 Stück. Ich will eins mitnehmen. Und sie hat auch eine feiste Laserpistole. Das ist auch noch ein Magazin. Damit ist Sophie Lindquist auf jeden Fall mit dabei. Und wir können weitermachen. Hallo Sophie. Wohin wollte ich? Auf Geoscape. So. Nächster Zwischenhalt. Wir sind ja noch nicht fertig. Wir haben ja noch einiges vor uns. Wir haben hier mehrere Punkte und ich würde sagen, wir zoomen. Er ist ein bisschen weit weg, aber ich bin für, wir gehen mal Richtung Alpen. Gucken, was wir in den Alpen finden. Überstimmt. Ginsburg. In Ginsburg wendet sich ein Synadrion-Wissenschaftler mit dem Doktornamen Aini an unsere Soldaten. Er arbeitet an einer Technologie, die dabei helfen soll, den Planeten zu terraformieren. Aber es mangelt ihm an Ressourcen, um seine Arbeit fortzusetzen. Leider hat die jüngste Versammlung gegen eine weitere Unterstützung seines Projekts gestimmt, da viele der Gemeinschaft der Meinung sind, dass Terraforming ein zu aggressiver und imperialistischer Ansatz ist, ökologische Krisen des Planeten zu bewältigen. Dr. Aini würde die Hilfe des Phoenix-Projekts bei dieser Angelegenheit sehr zu schätzen wissen. Auch wenn die Zuflucht gegen ihre Unterstützung seiner Arbeit gestimmt hat, bedeutet das nicht, dass er es nicht an jemand anderen mit der Bitte um Ressourcen wenden darf. Als Synadrion-Bürger ist er berechtigt, seine Interessen frei und ohne staatliche Einmischung zu verfolgen. Im Gegenzug wäre er bereit, einige der Erkenntnisse, die er bereits erlangt hat, mit uns zu teilen. Für 10 Tech. Boah, Forschung unterstützen wir. Dr. Aini ist dankbar für die Unterstützung, obwohl es im Rest der Bevölkerung auch negative Reaktionen gibt. Synadrion mag im Kern demokratisch sein, aber Vorkommnisse wie diese sorgen nun mal für Spannung. Glück sind die Daten, die Dr. Aini mit uns Schaffland heißt, äußerst wertvoll. Haltung des Anführers zum Phoenix-Projekt -10, Forschung 200. Das ist schön. Forschung ging weiter. Das heißt, hier ist, die sind jetzt unfreundlich. Nathaniel Barbosa. Okay. Wir könnten sie überfallen, aber das wollen wir nicht. Sind ja die Netten. Haben auch aktuell überhaupt keinen Bedarf dran. Artikel. Da bleiben wir, wo wir sind. Kann ich eigentlich.
Stattdessen können wir hier Norden, Osten und Enden und ein paar Mal umblicken. Fluchthandelsprotokolle. Wir haben eine Reihe diplomatischer Protokolle für den Handel mit Zufluchten erstellt. Obwohl wir zahlreiche Bedürfnisse können, die traurige Wahrheit, dass wir der Angst paranoia gute Bedürfnisse erstellen, weiß an, dass wir keine potenziellen Betrüger und Plünderer sind, bevor man in Erwägung Handel zu treiben. Okay, also Forschung haben wir. Jetzt denke ich, gehen wir auf die Königsarchiv. Da sollte dann auch storymäßig weitergehen. Ich mache auch schon das Ausrufen. Hier wird es weitergehen. Also das gibt uns nur an, dass uns heute Imperium bekommen. Noch ein Synedrion. Und ein unerforschter Ort hier. Okay. Nach unserem Personal. Die beiden sind auch fast wieder einsatzbereit. Das heißt für mich, wir werden jetzt hier noch den Punkt erforschen. Und dann, Rücksturz nach Hause. Ja, die Crew ist ausgeruht. Die Träume erwachen. Fort Hera. Fort Hera gehört zu Neu-Jericho. Das bedeutet, dass dort normalerweise alles ruhig und unter Kontrolle ist. Doch jetzt gibt es einen Notfall. Eine Gruppe von Soldaten läuft amok. Alles begann mit seltsamen Träumen. Stimmen, die es in der Nacht gehört haben, erzählt ein ansässiger Arzt uns. Konnte keine körperlichen Veränderungen feststellen und Anzeichen einer Infektion gab es auch nicht. Auch mit posttraumatischer Belastungsstörung lässt sich ihr Verhalten nicht erklären. Und glaubt mir, damit haben wir in Neu-Jericho eine Menge Erfahrung. Es ist, als ob sie irgendetwas in den Wahnsinn getrieben hat. Vielleicht wird die Soldaten stoppen. Neu-Jericho wäre uns dafür sehr dankbar. Stoppe eine Gruppe randalierender Soldaten. Dafür sind wir doch da. So, wir haben unser Team dabei. Sophie Lindquist neu. Und, Kollegen haben hier natürlich noch Level-Ups, eventuell. Hier haben wir ein schnelles Zielen und Die Hard, das gefällt mir. Bleib einmal am Leben. Wir haben noch 11 Punkte übrig. Ja, die weiß ich noch nicht, ob ich sie... Möchte ich noch nicht einsetzen, die möchte ich fahren. Omar hat auch 36 Punkte. Er kann zurückschießen. Shoot back at an enemy when it attacks. Provided you are using a direct fire projectile weapon with efficiency half perception range. Also wenn er auf halber Entfernung ist, dann können wir, machen wir auf den Ball zurückschießen. Fällt mir. Die Hard sind wir auch voll dafür. Irina Sokolova. Hier haben wir extremer Fokus. Overwatch cost is set to one action point for all weapons. Da sind wir. Voll dafür. Die Hard sind wir auch voll dafür. Und Sophie Lindquist von Synedrion hat noch kein Level. Damit Team einsatzbereit. So, wir sind dieses Mal nur zu viert. Und schauen wir mal, was jetzt so geht. Wir haben jetzt eher Scharfschützen dabei. Was für mich heißt, wir sollten uns eher nicht in den Infight begeben. Da müssen wir mal schauen, wie wir hier zu Rande kommen. Wir können uns hier mal einmal umschauen. Ja, Gebäude. Und ja, was wir hier machen, überlegen wir noch. Auch mal einen Plan. Mein Plan sieht aus, ich Scharfschütze eher hier an der Seite platzieren. Ich möchte links rum, ich möchte hier auf den Haupteingang. Weil Engstelle und so am liebsten oben. Aber hier sind zu Fenster, Schießfahrten dergleichen. Na gut, wir können probieren, auf Platz zu kommen, aber das ist nicht. Wir gehen hier. Let's go!
Von hier bin ich das hier abzudecken. Rauskommt. Und mein Heavy. Es gibt die Möglichkeit, hier hochzuspringen und hier zu uns zu ziehen. Aber das ist super gefährlich. Super gefährlich ist mein zweiter Vorname. Oh, wir kommen hier sogar gedeckt hin. Das ist ja. Haben wir da. Oh, hinten bewegt sich was? Das ist. Okay, der Wahnsinnige. Noch ein Wahnsinniger, der ist alarmiert. Echt? Okay, Situation halbwegs klar. Hier haben wir einen Scharfschützen auf freie Distanzen. Wahnsinnig. Wenn ich mich recht ganz sicher. Wir können hier aber auf jeden Fall irgendwo Bestimmtes hinziehen. Also macht 40 Trefferpunkte. Wir gehen auf die Kopfschüsse. Oh yeah. Oh. Okay. Alarmiert, das ist eine. Sophie hat noch einen Schuss. Ready to engage. Einmal bitte einfach in den Oberkörper, das könnte reichen. What a kill. Der Souverän. Lasergewehr im Ziel. So, hier, wir haben Überwachung auf 1 gesetzt. Das heißt, sie kann hier auf jeden Fall noch den Bereich hier überwachen. Nothing's getting past me. Hier müssen wir. Ich habe da immer noch Respekt vor. Angst ist ein großes Wort, aber Respekt. Hier können wir einmal runterhalten. Ui. Es wird zurückgehalten. Das ist nicht gut. Die Situation ist auf jeden Fall wieder unklar. Aber wir bleiben hier oben. Davon aus, dass wir kommen. Ja. Und da. Souverän in den Arm geschossen. Der nächste Wahnsinnige. Okay. Da drüben ist unser Ziel. Hier ist der Wahnsinnige. Hier jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder Variante 1, wir bringen hierher und hauen den einmal mit Hämmern. Der weg ist, dann sollten wir gehen. Ich glaube, das ist die tollste Variante. Bringen hierher. Using. Und löten dem dann hier eine mit der Hämmern rein. Uiui. Ausrüstung beschädigt für Autokanonen. Okay. Auch nicht gut. Ready. Aber das macht erst nichts. Bei ihr war immer dran denken. Sie hat hierher zieht. Überwachung auf 1. Das hier rüber überwachen. Und dann ist hier auf Rücken, Sophia. Und uns hier den Rücken decken. Und Miss Lundquist kann ebenfalls hier rüber überwachen. Dann sollte das ziemlich sicher sein. Und du hast noch 7 Willenskraftpunkte. Das ist reichend. Erwarte ich eigentlich. Rauskommt, da ist noch ein Wahnsinniger. Hi. Sehr gut. Mehr als ein Wahnsinniger. Oh, er ist da oben. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Hat uns ausgetrickst. Da müssen wir von hier unten reinhalten. Echt? Okay, wir haben die Bulldog sein Gewehr erwischt. Okay.
Ecken. Und ja. Aber da können wir weiter pushen. Wird ja gerne, aber das geht leider nicht. Ich aber um die Ecke gehen und vielleicht der Heavy bisschen einschenken. Dann hier in Deckung. Und du, Hyperine. Wir können hier rüber. Eins. I'm ready. Mal entsprechend eingreifen können. Haben wir volle Deckung, das passt. Da oben. Okay, das ist ungesund. Da runterkommt, können wir eine Granate. Das ist Granaten. Das ist Granatenmaterial. Das ist. Anderen Seite ist natürlich auch. Entweder auf den Wahnsinnigen oder auf den anderen Wahnsinnigen. Der hier ist, fällt mir besser. Helm weg. Den Willenskraft weg. Looten. Hier sind wir fit. Das ist aus. Channel open. Komm. Und den attackieren. Okay. Und dort haben wir erwischt. Das Ragdoll-Effekt. Voll. Mal wieder gut. Be right there. Hier können wir da hin und da rein überwachen. Bleibt noch Abschluss. Ja. Würde ich gerne hier positionieren. Und wir überwachen den Gericht. Laser, falls doch noch einer kommt. Ich heiße das. Einer auf dich feuert. Okay, Scharfschütze wird ein bisschen mehr der Feuer genommen. Aber du. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So macht man das. What's our plan? Oh, letzter Schuss. Mehr oder minder Ziel wird erledigt. Hol ihn dir. Shot went wide. Shot went wide. 91 Ausrüstung werden gegen das Bulldog gewinnen. Ach, das ist auch okay. Die Entdeckung. Engel ist Brown hier in Position. Haben einen Schuss. Gotcha. Wir haben das Bulldog-Gewehr zerstört. Das ist doch mal schön. Damit können wir arbeiten. What's our plan? Bleibt noch hier der Scharfschütze. Scharfschütze. Nicht in Position mit dem Gewehr. Aber das könnte der Kill sein. Insofern gehen wir dafür. Nice. Nicht ganz. Aber einen zweiten Schuss. Souverän verwandelt. Und damit endet dieser Einsatz siegreich. Alle verletzt, aber niemand tot. Das ist doch ein guter Eins. I had always assumed the Phoenix Project would return one day, even after Symes disappeared. It seems to be the defining pattern of your history. Fall, then rise again. I wonder if this points to an underlying weakness or an underlying strength. I suppose time will have to tell. Time and the choices you make. After all, you are not necessarily defined by what has come before. You can be whatever your will allows you to be. That is the essence of the human experience. Yeah. That is why I did not intervene.
We could have stopped those soldiers ourselves easily enough. But I needed you to see, to understand that far more is at stake here than just our ecosystem or our genetic purity. We are being robbed of what makes us human, our will. I fear neither the Utopians at Sanhedrin nor those Anu fanatics really understand that. If you can recognize the real nature of the threat, perhaps we can work together on stopping it. Ja, Tobi. Ich weiß ja nicht. Du bist halt der Pragmatiker. Okay, wir haben ein Hephaistos-Magazin. Wir können keine herstellen. Das ist das Problem. Aber das macht erstmal nichts. Irgendwann geht unser Scharfschützin der neuen so. Oder wir brauchen ein neues Gewehr. Aber das ist nicht heute. Und der Einsatz war sichtlich erfolgreich. Erfolgreicher als erwartet, möchte ich tatsächlich sagen. Und das heißt für mich, dass die Ausgabe für heute endet. Haben was erreicht. Unsere Ziele sind klar definiert. Als nächstes wird sicherlich die Rückkehr zur Phoenix-Basis bald sein, weil wir wollen hier ja auch wieder austauschen. Die Leute sind ja doch angeschlagen. Und Sato und Eber sind wieder voll einsatzfähig. Da wäre es doch schade, wenn die nicht im Einsatz wären. Am Ende des Tages ist es ja so, viel hilft viel. Und wir müssen einfach gucken, wie wir da zu Rande kommen. Forschungsmäßig haben wir jetzt auch das Bulldog-Gewehr zum Erforschen. Und wir müssen einfach gucken, ob wir da weitermachen. Ob wir jetzt hier Tobias West und Jericho erforschen. Auf jeden Fall die Phoenix-Eiche. Beim Basenausbau, unser Forschungslabor wird gebaut. Das ist schon mal gut. Dann hier weitergeht, überlegen wir uns noch. Für heute. Heute war es das. War eine kurze Folge, eine schnelle Folge, ein klarer Einsatz. Wir haben jetzt, New Jericho ist blau. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Das heißt, wir können nicht blau nehmen. Die Jünger von Anu sind, glaube ich, lila. Oder waren sie rot? Das heißt, wir müssen hier eine andere Sekundärfarbe uns. Das heißt, wir werden momentan für uns. Wir werden grün und silber sein. Das ist grün und eins. Das ist, glaube ich, das einfachste. Rot, dass wir unser Farbschema haben, dass ihr sofort erkennt, worum es sich handelt. Er ist als Zweitfarbe grün und damit Adrian, da wollen wir aber ein gedeckteres Grün. Grelle gibt die Rolle an, das andere gedeckte Aktion. Damit wissen wir auch, wer ist. Fehlt noch. Enden. Purple. Sollen wir ihn nicht belassen. So. Damit. Optik geklärt. Jetzt brauchen wir vor allen Dingen. Joa. Mehr Informationen. Die werden wir uns holen beim nächsten Mal. Für heute sage ich Tschüss. Bis dann.